Hallo miteinander zur 60. Folge Minecraft. Tatsächlich, ich hätte nie gedacht, dass ich so lange durchschauen. Wir sind da immer noch auf unserem Ausflug. Okay, wir haben jetzt vor, zum wieder heimlaufen. Ich hoffe, ich finde heim. Das Problem haben wir schon öfters gehabt. Aber ich meinte, wenn ich jetzt einfach mehr oder weniger mich so leicht diagonal halte, sollte das eigentlich nicht schlecht rauskommen. Wenn ich jetzt da, möchte ich jetzt auf der Seite vom Hügel vorbei. Für alle Schlaumeier und so, ja, er sagt, ein bisschen diagonal laufen, dann lauft er gleich geradeaus. Ich möchte einfach auf der Seite an dem Hügel vorbei und erst dann von diagonal laufen. Weil ich da einfach noch nicht gewesen bin in dieser Region. Ui. Ja, ich glaube auch gescheiter, dass ich da noch nicht gewesen bin. Das sieht nämlich auch wüst aus. Da werden wir vielleicht auch irgendwann abbauen. Und jetzt haben wir da noch so einen grusigen Kollegen. So, ein bisschen Schwarzpulver für uns, das ist doch auch nicht schlecht. Können wir auch immer brauchen. Vielleicht. Irgendwann. Ich weiß zwar nicht für was, aber so, vielleicht irgendwann. Nein, ich will keine TNT bauen. Und nein, ich will jetzt halt auch keine Hühnchen schlachten. Sondern jetzt einfach da nur diagonal dafür laufen. Und dann hoffen, dass ich den Heimweg wieder finde. Ja, um vielleicht nochmal auf gestern zurückzukommen. Also ich bin die Folge von gestern. Bei mir das sind es jetzt ein paar wenige Sekunden. Nein, da will ich nicht runterfallen. Ah, das wäre wieder mein Spalt, den ich immer noch erkunden müsste. Also erkunden, einfach den Rohstoff abbauen. Und ist das da hinten schon mein Häuschen? Ich glaube ja. Zu dem, was ich gestern erzählt habe, eben mit dem Let's Play Together. Ich erwähne es heute jetzt einfach nochmal. Zum euch schon ein bisschen gerichtet zu machen auf das tolle Let's Play von mir und vom Grischenbock. Es wird wirklich unheimlich lässig. Ich muss auch sagen, es wird lässig. Spaßkanone, er wird so geschlagen. Nein, schauen Sie euch dann an, wenn es online geht. Ich weiß nicht, ob ihr selber Dead Island kennen. Es ist eigentlich ein Rollenspiel. Ich kann sagen, es ist ein Rollenspiel mit Zombies und halt komplett anders als alles andere, was bisher irgendwie da war an Zombie-Games, weil normale Zombie-Games, wenn ich so andere Zombie-Games denke, so Left 4 Dead oder Dead Rising oder was weiß ich was für Zombie-Spiele es noch sonst noch alles gibt, habe ich einfach immer ein bisschen Tendenz bei diesen Zombie-Spielen, dass ich es langweilig finde aufgrund dessen, dass man einfach, also nicht, dass man keine Möglichkeiten hätte im Spiel, sondern eigentlich aufgrund dessen eingeschränkt ist, weil man einfach in dem Spiel innen einfach immer Horden von Gegnern hat und eigentlich nie gross, ja halt storymäßig ist nicht viel rum, man metzelt einfach eine Horde Gegner runter und wenn man die Horde Gegner runter gemetzelt hat, dann ist das gewesen. Und dann kommt wieder ein Stück von Geschichte. Und wenn der Geschichtsteil durch ist, kommt wieder eine Horde von Zombies. Und so weiter und so fort. So setzt sich dann das fort im Spielverlauf. Fortwährend, ja, fortlaufend. Was auch immer für Wörter, einfach irgendetwas mit fort und nicht mit dem Auto. Und ja, ich habe keine Spitzhacke, dann habe ich da hin ein bisschen prügeln gehen. Aber ohne Spitzhacke wird das schwierig werden. Einfach mal da so in den Gang aufhalten, bis die Spitzhacke durch ist. Da ein bisschen Verbindung schaffen und da vielleicht mal irgendwo einfach mal den Gang hinter, in der Hoffnung, man findet etwas. Aber ohne Spitzhacke geht das natürlich gar nicht, und darum müssen wir uns zuerst einiges machen.
Bei Dead Island läuft das aber wirklich komplett anders ab, weil wir dort nicht in dem Sinn so Haufen Horden, also Horden von Zombies hätten. Nein, Dead Island läuft viel subtiler ab. Dead Island ist so konzipiert, dass man nicht einen Haufen Gegnerscharen aufs Mal hat, sondern halt die Gegner quasi mit einem mitleveln. Also quasi egal, wenn und wie gut man ist, also wenn man spielt, wie weit man ist, wie gut man ist, spielt alles keine Rolle. Bei Dead Island leveln die Gegner wirklich mit. Und wo wir eben dort das Spiel offen hatten, ist eben einer bei uns direkt mit Level 37. Und der hat dann einfach mal unsere Level 4 Zombies, oder was wir auch immer hatten, natürlich einfach relativ simpel, aber Kill hat auch irgendwie so ein Maschinengewehr gehabt, wo man irgendwie spät im Spiel kriegt, weiß ich wo. Und das noch mit Elektromunition und ja, er hat uns einfach den drei Gegner ziemlich ratzeputz kaputt gemacht und darum haben wir dann beschlossen, dass wir dann nachher das definitiv ändern müssen und nicht mehr ein offenes Spiel zu erlösen. Ich denke, es ist auch in eurem Interesse, wenn wir halt die Story wirklich so mitkriegen, wie es für uns denkt ist. Auch wenn wir vielleicht ein paar Mal failen werden, ein paar Mal sterben werden, kann durchaus passieren. Ist ja nicht schlimm, ist ja nur virtuell. Und ich finde da nichts und ja, ich habe eigentlich gar nicht unbedingt da groß da reinbuddeln, sondern einfach ein bisschen Zeit verschwenden wollen, während dem da oben meine Sortiermaschine ihre Arbeit verrichtet. Ich weiß auch gar nicht, ob die Sortiermaschine funktioniert, wenn ich da unten am Buddeln bin. Gehen wir jetzt einfach mal schnell schauen, indem wir da jetzt einfach von hinten an die Maschine heranlaufen. Und da, ja, der Dropper ist bald leer. Da ist nur ein Item drin, das ist komplett leer. Da unten ist auch komplett leer. Dann warten wir jetzt einfach mal ab, bis der Dropper da leer ist. Und ja, was könnt ihr euch noch groß erzählen? Ja, genau das nicht. Nein, zu dem Dörfli, wo ich nachher oben bauen werde. Ich habe mir das einfach irgendwie so gedacht, dass ich einfach ein paar kleine Holzhäuschen hersetzen. Ganz simple, einfache. Vielleicht irgendwas, wenn ich mal anfange, Dächer, vielleicht aus Ziegel, vielleicht aus einfach so Stein. Dass einfach die Häuschen wieder aussehen, dass ich schlussendlich ein Dörfli habe, wo ähnlich aussieht wie halt die NPC-Dörfli. Wo überall stehen, das heißt quasi Häuschen, wo gar nicht von mir bewohnt werden und ich mein Haus dann quasi immer mehr und mehr ausbauen. Dass das halt dann schon sich deutlich von den anderen Häusern halt auch abzuheben kommt. Und ja, natürlich da auch weiterhin, wie schon in der 59 Folgen vorher immer mal wieder erwähnt, wenn ihr gute Ideen habt, was ihr noch bauen könnt, was ihr noch machen könnt, nur her damit. Je nachdem, wenn wir dann die Ideen auch ausgehen, kann es auch durchaus sein, dass ich vielleicht mal sogar mein Minecraft Let's Play pausiere. Weil es macht absolut keinen Sinn, wenn ich euch einfach nur mit irgendwelcher langweiligen Text und mit langweiligem Abbauen von weiß ich nicht was zu lang nerven. Das wollt ihr nicht, das will ich auch nicht. Und da runterfallen habe ich eigentlich auch nicht unbedingt wollen. Aber ich habe da auch einen Erdblock her, da kommen wir trotzdem noch ohne Probleme zu einer Kiste her. Und deshalb ihr da jetzt halt ab und zu doch noch ein bisschen umher. Aber je nachdem mache ich dann das wirklich mal so, dass ich eine Pause mache. Sobald wieder eine super tolle Idee habe, oh ja, das könnte ich da bauen, werde ich es wieder angehen. Aber momentan jetzt gerade mal habe ich noch so ein, zwei Ideen und irgendwo höre ich einen Zombie. Vielleicht auch da drinnen wieder mal einen. Oh nein, das ist oben, das heißt, es ist Nacht. Und der Zombie hat jetzt eine kleine Überraschung und da hinten einfach geschlafen. Es hat auch weit genug weg vom Eingang. So. Gehen wir schlafen. Wachen auf. Und wenn ich aufwache, hat da der Holzrezept schon eine flammende Überraschung gehabt. Da draußen brennt noch ein bisschen mehr. Noch bei den Kühen brennt einer. Dort hinten brennt einer, Spinnen ist auch noch oben.
Ja. Heiße Angelegenheit, das. Ja, ich habe momentan effektiv gerade ein kleines Problem, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Ich mag da jetzt irgendwie nicht gerade anfangen, dort mit den Holzhäuschen. Das mag ich jetzt gerade nicht. Da rein kann ich irgendwie auch nichts gross machen. Es sei denn, ich würde da vielleicht mal irgendwie einfach mal eine Bank craften. Hm, macht das Sinn? Einfach mal dort Birkenholz. Ein bisschen verbrauchen, um da etwas Neues zu machen, nämlich Birkenholztreppen. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen gar viel von diesen Treppen gemacht. Weil eigentlich will ich ja da nur eine Eckbank, so wie da, etwas Ähnliches da einfach her machen. Und zwar so. Dass der Raum da auch ein bisschen bewohnter wirkt. Ich könnte da quasi... Ich glaube, das sieht fast aus wie ein Schrank. Ja, mit viel Fantasie sieht das aus wie ein Schrank. Lassen wir das doch einmal so. Dann hätten wir da unten noch Ziegel, meinte ich. Irgendwo. Da haben wir. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal gerade mal eine ganze Ladung mit. Oh, jetzt haben wir eine Schaufel weggeworfen, das habe ich auch nicht wollen. Haben sie jetzt aufgelesen? Ja, habe ich aufgelesen. Und dann gehen wir nochmal schnell da her. Und dann ist es glaube ich so da gegangen. Jawohl, machen wir uns zwei Blumentöpfe. Habe ich die Blumen noch dabei, die ich vorher aufgelesen habe? Nein, habe ich natürlich auch nicht mehr. Da haben wir Blumen. Und ich muss auch meine Kisten wieder mal ein wenig aufräumen. Jetzt meinte ich, ich kann das so kombinieren. Nein, kann ich nicht. In dem Fall Töpfchen wohl herstellen. Kann ich da? Nein, da kann ich doch auch keine Töpfchen draufstellen. Aber da kann ich wieder einen abbauen. So. Und da so ein Töpfchen drauf tun und dann in das Töpfchen eine Blume rein. So. Sieht doch das da gerade schon viel schöner aus. Und dasselbe könnten wir eigentlich da auch noch irgendwie machen. Und zwar einfach so, so und dann da nochmal Blumen drin. So, jetzt haben wir da ein bisschen unsere Wohnung wieder ein bisschen verschönert. Und ich glaube, bevor ich euch da noch zu langweile, machen wir das mal lieber ein bisschen eine kürzere Folge. Kurz und knackig kann man dem auch nicht sagen. Es ist die 60. Folge, es ist nichts Spezielles geworden leider, weil mir momentan die Ideen fehlen. Ich denke, ich werde dann in der nächsten Folge definitiv mit diesen Häuschen draussen anfangen. Die einfach mal aufbauen. Mir auch überlegen, wie ich euch sonst noch ein bisschen besser unterhalten könnte in der nächsten Folge. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, ihr besucht auch unsere Homepage. Kommentieren fleissig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.